Es gibt einen Minimierer. Also da war die Behauptung, μ ist größer minus unendlich. Und jetzt ist die Behauptung, es gibt einen Minimierer. So, und da lernen Sie jetzt gleich eine Technik kennen, die, was die Technik aus der Variationsrechnung ist. Man nennt es die direkte Methode der Variationsrechnung. Wie finden wir einen Minimierer? Können Sie ruhig ein bisschen erstmal nachdenken. Wie findet man denn, wie könnte man denn jetzt einen Minimierer für dieses Funktional finden? Das ist ein total abstraktes Funktional irgendwie. Auf einem Unterraum von H1 werden Funktionen irgendwie solche Integrale zugeordnet. Wie könnte man einen Minimierer finden? Ich erwarte nicht, dass Sie jetzt auf eine Idee kommen, wenn Sie es nicht schon kennen, das Verfahren. Aber ich möchte, dass Sie sich klar machen, dass das wirklich, also die Idee, die jetzt kommt, ist ziemlich smart. Also man muss erst mal drauf kommen. Ist eigentlich nicht schwierig, aber ja, man muss sich das klar machen. Und zwar, wir nutzen im Grunde die Definition vom Infimum. Ja, hier ist ein Infimum. Also, ich schreibe mal gleich hin, das ist wirklich nach Definition von Infimum, also allgemeine Infimumsdefinition zu μ. Wir haben ja dieses μ. Ja. Das Infimum ist eine reelle Zahl. Zu μ und der Folge k gegen unendlich. Es gibt ein UK, ich schreibe es erstmal hin, dann sehen Sie, dass es richtig ist. Es gibt ein UK in XG, sodass das A von UK kleiner gleich dem μ plus 1 durch K ist. So, ich glaube, Sie sind einverstanden, ne? Wenn μ das Infimum von A ist, dann heißt es nicht unbedingt, dass es ein U gibt, sondern dass A von U gleich μ ist, das nicht. Aber für jede Zahl, die größer ist als μ, gibt es ein UK, sodass das A von UK kleiner ist als diese größere Zahl. Einfach, Infimum ist die größte untere Schranke. Sprich, wenn ich eine größere Zahl nehme als das Infimum, ist es keine untere Schranke mehr. Dann gibt es ein UK, sodass es kleiner ist. Also wirklich nur Definition des Infimums. Und so ein UK heißt dann Minimalfolge. Also das, ja, wir, ja, schau einfach mal hin, Name, Minimalfolge. Denn was haben wir? Wir haben, dass das A von UK geht gegen, ja, μ gegen das Infimum von A über den ganzen Raum XG. Ja, also wir wissen nicht, wie die UK aussehen, aber was wir wissen ist, dass die Funktionale immer kleiner werden, also muss jetzt nicht monoton fallend sein, aber ich sage jetzt trotzdem mal, die werden immer kleiner und die nähern sich dem μ an. Sowas heißt eine Minimalfolge. Bis hierher haben wir, naja doch, hier haben wir Poincaré mal ausgenutzt, ja, aber sonst haben wir noch nichts aus dem ersten Kapitel ausgenutzt. So ein Funktional können wir ja hinschreiben, na gut, wir haben für die Beschreibung von wegen die Funktion am Rand soll g sein, haben wir irgendwie einen Spursatz ausgenutzt. Aber wir haben sozusagen noch nichts, jedenfalls haben wir noch nichts von dieser ganzen schwachen Konvergenzgeschichte ausgenutzt. Das machen wir jetzt. Ja? Also, wir betrachten jetzt die UK. Diese Minimalfolge UK. Und jetzt plötzlich sind wir nämlich im Geschäft. Ich behaupte jetzt, die UK-Folge ist beschränkt in H1. Und dann nutzen wir jetzt diese Rechnung nochmal. Das war eine Rechnung für ein beliebiges V. Und da steht auf der rechten Seite ja, die H1-Norm ist beschränkt, bis auf diese Zahl hier, durch A von V. Ja? Also die Rechnung aus Schritt 1, die sagt, ich stelle das um, UK in der H1-Norm ja,
ich schreibe mal lieber das 1 durch 2c davor, damit Sie es besser wieder erkennen können. Ja? Das ist dieses Ding hier. 1 durch 2c uk in der H1-Norm ist kleiner gleich, ja, und jetzt müssen wir hier rückwärts lesen, ist kleiner gleich a von uk. A von uk, bis auf diesen anderen Term, der noch auf der rechten Seite steht, plus 2c f in der L2-Norm zum Quadrat. Und die a von uk, die konvergieren gegen μ. So haben wir die a von uk ja, also so haben wir die uk eigentlich gewählt, das ist eine Minimalfolge. Das heißt, die rechte Seite ist beschränkt, also ist uk beschränkt in h1. uk ist beschränkt in h1. Ja, jetzt wissen Sie sozusagen mit ein bisschen Verspätung, warum ich hier diesen Term noch hingeschrieben habe. Ich hätte nämlich für die Rechnung hier vorne hätte ich auch Epsilon gleich 1 durch C nehmen können, dann wäre der erste Term nicht da gewesen und dann hätte ich dasselbe gehabt, sogar ohne den Zweier, aber ich wollte halt, dass dieser positive Term, dass wir den auch noch benutzen können. Ja, die Abschätzung ist sozusagen noch ein bisschen besser als nur das, was ich hier genutzt habe. Eine Frage? Also UK ist beschränkt in H1 und jetzt schießen wir sozusagen mit unseren Waffen auf dieses Ding. Also es gibt eine Teilfolge, die benennen wir jetzt natürlich wieder UK. Ja, wir können ja ohne Einschränkungen sagen, ach, wir sind am Anfang schon mit dieser Teilfolge gestartet. Also ohne Namensänderung. Und es gibt aber auch ein Limes, U. Und dann gilt UK geht schwach in H1 gegen U. Das ist einfach, weil wir eine beschränkte Folge in H1 haben. H1 ein reflexiver Raum ist. Und dann haben wir eine schwach konvergente Teilfolge. Und jetzt haben wir die Rellich-Einbettung, diese Kompaktheit, und die sagt, wenn ich eine schwach konvergente Folge in H1 habe, dann konvergiert die sogar stark in L2. Ja, und jetzt könnten wir nachweisen, dass dann U die Gleichung löst aus diesen Eigenschaften. Ehrlich gesagt werden wir jetzt noch was machen, was man hier jetzt noch besonders machen kann. Man kann sogar direkt zeigen, dass die Konvergenz sogar stark ist. Das machen wir jetzt als nächstes. Ja, also sozusagen, das hätten wir jetzt sozusagen geschenkt bekommen, aber wir schauen nochmal genau aufs Funktional, dann kriegen wir sogar, die konvergieren sogar stark in H1. Und wenn sie stark in H1 konvergieren, schauen wir nochmal auf den Satz, ob wir dann fertig sind. Wenn sie stark in H1 konvergieren, dann konvergiert ja entlang der Funktionenfolge dieser Ausdruck, weil starke Konvergenz in H1 heißt starke Konvergenz der Gradienten in L2, dann konvergiert also dieser Ausdruck. Und dann ist also A von U gleich dem Limes der A von UK. Der Limes der A von UK ist aber das μ, also ist A von U gleich μ und wir sind fertig. Ja? Also wenn wir die starke Konvergenz in H1 haben, sind wir fertig und das machen wir jetzt nochmal mit so einer Rechnung, ja. Ich wollte jetzt sagen, so ein bisschen ähnlich wie bei diesem, hat schon auch ein bisschen damit zu tun, ist ja auch weggewischt, diese Rechnung, die explizite Form von Q. Aber ja, ein bisschen anders, ich muss jetzt erstmal alles wischen.